Nachdem wir uns letzte Woche mit den dümmsten KI-Gegnern in Videospielen beschäftigt haben, geht es diese Woche um die dümmsten KI-Begleiter. Aber seid gewarnt, dieses Video könnte einige ziemlich düstere und schmerzhafte Erinnerungen wecken. Aliens Colonial Marines war ein furchtbares Spiel und sicher eine der größten Enttäuschungen der letzten Jahre. Neben schwacher Inszenierung und langweiligem Missionsdesign blieb vor allem auch die KI auf der Strecke. Während unsere Gegner schon nicht clever genug sind, um richtige Gefahr auszustrahlen, machen sich unsere KI-Begleiter einfach nur lächerlich. Sie stehen ständig im Weg, schauen regungslos gegen Wände und greifen nur in absoluten Ausnahmefällen mal hilfreich ins Kampfgeschehen ein. Sie sind auf ganzer Linie eher eine Behinderung als eine Bereicherung. Die Halo-Reihe macht im Koop mit Freunden ja jede Menge Spaß, das ist klar. Wenn wir jedoch alleine spielen, müssen wir uns mit unfassbar dämlichen KI-Squadmates rumärgern. Und die haben wirklich nicht viel von den Spartan-Elite-Soldaten, die wir in den Halo-Trailern zu Gesicht bekommen. Andauernd sterben sie, weil sie im Freien rumstehen, obwohl sich direkt daneben gute Deckung befindet. Geben wir ihnen eine Sniper, ballern sie trotzdem weiter mit ihrer Pistole rum und bitte, 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 lasst niemals einen KI-Squadmate einen Warthog fahren. Glaubt mir. Die Bethesda-Spiele sind natürlich für ihre zahlreichen Bugs bekannt, das macht sie nicht zu schlechten Spielen und ist natürlich auf die sehr offene und dynamische Gameplay-Mechanik zurückzuführen. Aber was haben wir schon über unsere KI-Begleiter gelacht? Ob sie uns in den Rücken schießen oder uns den Weg versperren, sich selbst in die Luft jagen oder die Spielwelt mit einem Aquarium verwechseln, die KI-Companions in Fallout sind immer für ein Kuriosum gut. Wir Spieler lieben Escort-Missionen, vor allem dann, wenn der zu eskortierende Begleiter scheinbar null eigenes Interesse daran hat, sicher am Ziel anzukommen. So gesehen in Dead Rising. Um da an eine möglichst hohe Gesamtpunktzahl zu kommen, müssen wir möglichst viele der nervigen Gesellen in Sicherheit bringen. Darüber hinaus helfen sie uns aber kaum weiter, laufen nur allzu gerne genau dahin, wo die Zombie-Horde am größten ist und können sich kaum selbst verteidigen, selbst wenn wir ihnen eine Waffe in die Hand drücken. Über kaum einen KI-Begleiter wurde wohl so viel geflucht wie über Sheva aus Resident Evil 5. Dieses Spiel musste im Koop gespielt werden, ansonsten war es schlicht unspielbar. Sheva steht immer im Weg. Beziehungsweise steht grundsätzlich nur rum, wenn wir ihre Hilfe gerade wirklich brauchen könnten. Und wenn, dann verschwendet sie Munition in den unnötigsten Situationen und verbraucht den gemeinsamen Vorrat an Heilmitteln selbstständig für lächerlich kleine Verletzungen, sodass man wirklich ausrasten könnte. Uah, ich darf gar nicht dran denken. Das waren die 5 dümmsten KI-Begleiter in Videospielen, aber ich bin sicher, ihr habt auch noch einige Geschichten auf Lager, daher diese bitte in die Kommentare. Ich freue mich drauf und sag bis zum nächsten Video.